Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Herzlich willkommen zur letzten Sendung der Daytop-Reihe. Ernst K-Phase, Wochenreflexion vom 18.12. bis zum 25.12.94. Diese Woche bekam ich die Zusage des Vermieters, dass ich die Wohnung bekomme. Vom Sozialamt die Zusage für Übernahme der Kaution, der ersten Monatsmiete und der Maklergebühren. Das waren zwei Highlights, aber das Größte kommt noch. An heiligen Abend habe ich mich sehr intensiv mit der Michaela unterhalten. Und zwar nicht nur darüber, wie super das Fest ist, sondern auch darüber, was zwischen uns ist. Das Gute daran ist, dass es von ihr auskam. Sie wird es auch Dienstag in der Gruppe ansprechen. Wir wollen eine Beziehung haben und auch leben. In etwa 2,5 Monaten ist sie auch mit ihrer Therapie fertig. Wir haben lange darüber gesprochen, sie ist sich diesmal sicher und hat sich für eine Beziehung mit mir entschlossen. Ich will sie auch, denn ich liebe die Michaela schon seit 8 Monaten. Die nächste Woche wird meine letzte Woche hier im Haus. Einerseits freue ich mich, andererseits bin ich traurig, dass ich hier weggehe. Ja, Leute, das war tatsächlich richtig eine krasse Zeit für mich, dass dann in der letzten paar Wochen vor Ende nur Gutes passiert ist. Also nichts Negatives mehr. Egal was, irgendwie alles auf Bankflip abgebreitet. Bankflip. Hat mich nicht mehr interessiert. Bankflip. Ist einfach an mir abgebreitet. Und nur das Positive. Es ging recht gut rein, als da die Zusage gekommen ist, du kriegst die Wohnung und als ich dann den Vertrag da unterschrieben habe und Sozialamt die Kosten übernommen hat, dann war für mich doch schon alles klar. Das ist jetzt für mich der Ausstieg aus der Therapie, ich bin fertig, ich kann danach machen, was ich will. Ich muss niemand mehr Rechenschaft ablegen, ich muss nichts mehr sowas schreiben. Und ja, das lief mir schon richtig gut rein. Und es gibt auch nichts mehr, was ich jetzt danach erzählen könnte, oder? Nein, das ist vorbei, das ist der letzte. Und deswegen spoilere ich nochmal kurz, Michaela ist kurz danach hochgekommen und dann haben wir nicht mehr irgendjemanden fragen müssen, ob wir Petition haben dürfen, wir konnten die einfach haben. Und das haben wir dann einfach in dem Plenum drauf aufgemacht und ab da hatten wir Beziehung und konnten da halt auch das ausleben. Die Zimmernachbarin, Genossin von ihr hat gleich in der ersten Nacht gesagt, ich schlafe draußen auf dem Sofa, Ernst, kannst du bei ihr übernachten, wenn du magst. Und das haben wir auch dann gleich unsere Beziehung ausgelegt. Den Hausverbot habe ich kurz davor bekommen, bevor sie da raus ist, weil da irgendwie aufgekommen ist wohl, dass ich immer noch an Cannabis hänge und dass ich halt was geraucht habe. Und deswegen wurde ich auch nicht zur Ringverleihung eingeladen und musste halt ein paar Wochen darauf verzichten, mit der Michaela zu reden, bis sie raus war. Und als sie raus war, hat sie natürlich sofort bei mir geklingelt und da waren wir dann ein paar wieder und sie hat dann auch wieder Ausverbot gehabt. Und wie es mit der Michaela so weitergegangen ist, erzähle ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out.